Porto-Verteidiger für Bayern. Nachdem Juan Banat beim FC Bayern vor dem Abgang steht, scheint der Rekordmeister nach einem Nachfolger zu suchen. Wie die portugiesische Zeitung O Jogo berichtet, haben die Bayern ein Auge auf Alex Telles vom FC Porto geworfen und über dessen Vermittler bereits Kontakt aufgenommen. Der 25 Jahre alte Brasilianer ist demnach künftig als Backup für David Alaba vorgesehen. Telles besitzt bei Porto noch einen Vertrag bis 2021 mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro. Mega-Angebot für Coutinho? Scheichklub Paris Saint-Germain soll ernsthaftes Interesse an Philipp Coutinho haben. Laut Mundo Deportivo hat PSG bei seinem Berater bereits ein Angebot über 270 Millionen Euro hinterlegt. Der Transfer soll nicht nur die Mannschaft qualitativ verstärken, sondern vor allem Superstar Neymar von einem Verbleib in Paris überzeugen. Philipp Coutinho besitzt beim FC Barcelona allerdings eine Ausstiegsklausel in Höhe von 400 Millionen Euro. Everton baggert an Forsberg. Erst im Februar hat Emil Forsberg seinen Vertrag bei RB Leipzig bis 2022 verlängert. Doch das hält mögliche Interessenten offenbar nicht davon ab, um den 26-Jährigen zu buhlen. Der Offensivspieler überzeugte schließlich mit Schweden bei der WM. Und das hat laut Mirror den FC Everton auf den Plan gerufen. Die Toffees sollen bereit sein, rund 35 Millionen Euro Ablöse zu bezahlen.